immer erst entgegensetzt. Was ist das denn? Ach du Scheiße, was ist das denn? Hallo? Alter, was ist das denn? Das ganze Spiel ist geil, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden hier nicht lange alleine bleiben. Habe ich ein wenig im Gefühl. Und hier haben wir wieder einen Sevastolink-Computer. Wollen wir mal eben... Na, 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 keine Schleichwerbung. Genau. Apollo Verkaufsinformation, Apollo Informationsblatt. Warum Sie sich für Apollo-System für Ihre Weltraum-Orbit-Installation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Android-Warnung. Sicherheit durch das Entfernen von Synthesen selbst... Bestimmung, verzögerungsfreie Kommunikation, kein Interferenzen, blitzschnelle Datenübertragung auf der Station, zuverlässige leistungsstarke Leistung, zuverlässig leistungsstark, selbsterhaltend, ein echtes Seachen-Produkt. Ja, oh, okay, Entschuldigung. Ich sollte vielleicht da mal länger drauf bleiben. Vielen Dank für die Werbung. Der Stream ist gut und unterhaltsam. Vielen, vielen Dank. So, freigegeben haben wir nichts. Audio ist Fehler. Zubehör ist auch Fehler. So, Let's Play Live Show. Ihr seht's. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr könnt ihr da lesen. Und natürlich meinen YouTube-Channel einfach mal besuchen. Reflex GER. Schaut einfach mal vorbei. So. Ich hoffe, ihr habt die Cola und alles bereitgestellt für euch. Und die Chips. Ich habe immer noch keine neue Batterie für unsere Taschenlampe. Mein Gott. Ach du Scheiße. My name is Anna. Hi, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Sicherheitszugangsgenerator. Probieren wir mal aus. Lecker sein. Hat wahrscheinlich die Frau gemacht, ne? Salat. Ja, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schalten Sie den Stromleiter aus. Boah, wie geil das da drin aber auch aussieht. Wer hat gerade nochmal gesagt, ich habe keine Angst mehr vom Alien? Ich glaube, das hat sich gerade erledigt, ob ich so forsch noch einmal rumlaufen werde. Ich glaube, das hat sich jetzt gerade mal ebenso erledigt gehabt. Und wir haben keine Waffen. Na, herzlichen Glückwunsch und Halleluja. Jo, selbstgemischt. Lecker. Alter, hör auf mit dieser scheiß bedrohlichen Musik! Alter! Ach ja, alles ist gut, alles ist schön, alles ist schön, alles schön. Ja, das Alien hat den Urlaub beendet. Definitiv. Es war eine Sommerferien übrigens. Wo? Hm, in Alienhausen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Bin ich ganz... Alter, mach doch mal die Trompetenmusik aus. Das ist doch wie bei Outlast. Hallo? Hallo?
Was ist denn da so blau? Ich dachte, das kann man aufheben. Boah, brr. Wie bei Outlast, ey, dieses Wenn das Merkel kam, das Merkel, haben wir übrigens bei uns so getauft, falls jetzt jemand fragt, wer ist das Merkel? Das Merkel ist Fetti. Den haben wir bei uns das Merkel getauft. Wir haben für jeden Patienten, für jeden Einzelnen haben wir quasi, für jeden Gegner haben wir Kosenamen gegeben bei Outlast. Boah. Berto Gamer, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo? Hallo? Dr. Zhivago, ja. Das Alien war im Ferienlager. Einmal Ferienlager, immer Ferienlager. Etwas stimmt nicht mit ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Wenn er Ihnen mal den Arsch, oh, Entschuldigung, den Marsch bläst, obwohl wir haben ja 22 Uhr, den Arsch bläst. Arsch blasen? Naja, ich kenne es eigentlich andersrum, naja. Askort, ich grüße dich. Askort. Die Mengele-Brüder, yo, auf jeden Fall. Ich weiß, was jetzt passieren wird. Also ich kann es mir vorstellen, wenn wir den Generator hier benutzen. Weil wenn jetzt schon die Musik so bedrohlich ist, das kann nichts Gutes heißen. Hehehe. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Den Turbinenschacht. Läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Speichern wir mal cool. Ach ja. Morgen ist ja auch schon wieder Ostern. Alter, das kann ich mir richtig geil vorstellen mit Oculus Rift, wenn du hier so an der Tür stehst und dann so machst. Alter, das ist... Boah, das ist mal so übel, glaube ich. Also wie gesagt, auf dem PC kann man das mit Oculus Rift einstellen, wenn man da das Deployer Kit hat. Das Deployer Kit, glaube ich, 2 ist es, glaube ich. Puh, ich grüße alle neuen Zuschauer in der Let's Play Live Show. Ihr habt richtig eingeschaltet zum richtigen Zeitpunkt. Es ist total spannend gerade mal wieder. Und ich bin immer noch nicht mit dem Spiel durch. Seit Freitag, den 3.10. Da habe ich das erste Mal hier im Stream gezeigt. Ich weiß, wo wir hin müssen. Zu der Turbine, die wir gesehen haben. The Unity 09. Ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Einfach mal Werbung in den Chat schreiben, dann seht ihr meinen YouTube-Channel und die Let's Play Live Show Infos. Aber so detailliert, wie das Spiel aber auch gemacht ist, ne, dass sie extra so einen Zwischenraum gibt zwischen den... Ist der Hammer. Unglaublich. Also sie haben sich echt Mühe gegeben, muss ich echt mal sagen. Wie soll ich denn hier reinkommen? Ist doch zu. Okay, ich muss da lang. Dankeschön, Neon Green. Dankeschön, Shi, für die Werbung. Wie gesagt, da seht ihr meinen YouTube-Channel. Der Nightbot hat es geschrieben, Reflex GR. Besucht mich einfach mal. Ich würde mich über ein Abo freuen. Man soll ja nicht um Abos werben. Man soll ja einfach nicht betteln um Abos, habe ich mir sagen lassen. Und Let's Play Live Show freitags und samstags immer 20 Uhr. Vielen, vielen Dank. Da seht ihr alle Infos. Hier müssen wir lang. Mein Controller hat vibriert. Achso, und übrigens die Alien-Folgen.
Also, wo ich angefangen habe zu streamen, die werden jetzt auf YouTube landen. Ja. Dürfen mich nicht übel nehmen, wenn es ein bisschen, manchmal zwischendurch ein bisschen verpixelt ist. Das ist halt meine Internetleitung. Ich habe mir ja gesagt gehabt, dass bald eine neue kommt. Ich frage mich gerade. Ich habe nämlich die ersten Folgen jetzt mal gesehen. War es wirklich so dunkel bei euch im Stream oder ist es. Oder ist es im Stream doch heller? Weil es war doch ganz schön dunkel gewesen, die ersten Folgen. Also die, die dabei gewesen sind seit der ersten Folge, können mir das ja wahrscheinlich sagen. Du bist korrekt. Vielen, vielen Dank. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn auf uns das Ding überhitzen, werden Sie neu starten. Beeilen Sie sich. Oh. Nein. Da muss ich ja rennen. Die Turbine ist schon wieder an. Oh, the sound effects are really scary. Yes, of course. The sound effects is very, very scary. Okay, wir müssen uns also doch rennen dann gleich. Oh, this game is very scary. Also so verpixelt ist es nicht. Aber dunkel war es, waren die ersten Folgen noch. Oder irre ich mich da jetzt? Weil bei YouTube ist es ganz schön dunkel. So, und jetzt, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wow, 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 wow. Geh, 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 geh. Wow. Alter, die Turbine geht gleich wieder an. Beeil dich. Das wird knapp. Das wird knapp. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Also ich hatte gerade. Damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Was? Werbung wohl in BH? Was? Was? Höchst erotisch? Okay. Kann man zwei PlayStation 4 mit einem Modem verbinden und Battlefield 4 zocken? Ja, das geht definitiv. Du kannst zweimal, jede PlayStation bekommt dann ihren eigenen Port. Ja, es läuft aber alles über eine Leitung. Du musst also eine relativ schnelle Leitung haben, wenn du mit beiden PlayStation online zocken willst. Das heißt, du brauchst schon mindestens eine 100 Mbit Leitung. Weil du musst ja überlegen, dein Internet muss ja zweimal online zocken berechnen. Dein Internet. Ja? Oh, speichern. Ja, speichern. Ja, so musst du also schon denken. Weil das ist genauso wie bei mir zum Beispiel. Ich streame momentan keine Multiplayer-Spiele. Warum? Kann ich dir sagen, weil ich halt keine schnelle Internetleitung habe. Ich habe halt nur eine 6000 Kilobyte Leitung, wo aber nur 4500 ankommt. Das heißt, wenn ich Multiplayer streame, muss meine Internetleitung den Multiplayer berechnen und den Stream. Und das wird ganz schön verpixelig für euch. Aber ich denke mal, Anfang nächsten Monat geht es dann los mit der 150er Mbit Leitung. Und dann, ja, geht's los. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen mit dem Tipp. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Wieso über LAN nicht? Natürlich über LAN. Kann beide über LAN an den ans Modem anschließen. Wenn du vier Ports hast, du kannst ja vier verschiedene Geräte anschließen. Ich ja zum Beispiel auch. Also kannst du zum Beispiel vier Konsolen anschließen. Da ist ja Wurst. Du hast ja dann über die Ports hast du ja dann LAN. So. Und dann hast du quasi jede Konsole hat Internet. Die Internetleitung ist ja nur einmal da. Und das splittet ja dann quasi. Das heißt, du musst halt eine schnelle Internetleitung haben, wenn du mit zwei Konsolen online bist. So, wo müssen wir denn hin? Ach du Scheiße, wir können uns entscheiden, ob wir rechts oder links. Ihr dürft jetzt einfach mal entscheiden, gehen wir rechts oder links lang? Gehen wir den Right Hemisphere Servers oder gehen wir Left Hemisphere Servers?
Danke, du bist ein weiser Mensch. Chris, das mit dem Weisen möchte ich mal so dahingestellt haben oder hingestellt lassen. Ohne Internet, meine ich, kannst du mehrere. Du kannst es mit Internet machen. Wie gesagt, nur halt, du brauchst halt eine schnelle. Du kannst ja mehrere Sachen anschließen. Links lang, okay, links lang war hier lang. Die orangene Tür. Wie gesagt, du hast ja zum Beispiel, du kannst ja einen Laptop anschließen, du kannst einen PC anschließen, du kannst einen Digital-Receiver anschließen und eine PlayStation anschließen. Du hast ja zum Beispiel, bei mir habe ich vier Ports, also kann ich die vier Geräte anschließen über eine Internetleitung. Also warum? Okay, da geht's gar nicht lang. Also kannst du auch quasi. Links geht's leider nicht lang. Rechts quasi. Ich bin rechts gegangen, Entschuldigung. Links meinte er. Ja. Es geht ja nur links. Entschuldigung. Was? Wer war das denn? Alter, wer war das denn? War das ein Android? Das sah aber nicht aus wie ein Android. Any combat in the game? Yes, of course. You looking like a combat now. War das ein Android? Ich glaube, wir haben die doch ausgerottet, oder? Oh, was liegt denn hier? Einsammeln? Gasmaske eingesammelt? Ja! Wie geil ist das denn? Und wieso haben wir unsere Waffen immer noch nicht? Ich habe ein bisschen Angst, hier den Computer zu lesen, weil. Was ist denn das, was da gerade lief? Aber wenn wir verschiedene Server zocken, geht's. Ja klar. Das hat doch. Pass auf, du musst es einfach so vorstellen. Stell dir einfach so vor, du hast eine Internetleitung. Komm, pass auf, ich erkläre es jetzt ganz einfach mal ganz simpel. Das ist deine Internetleitung, ja? Dieser eine Finger hier. So, du hast zwei PlayStation, ja? So, deine zwei PlayStation laufen quasi über eine Internetleitung. So, deine Internetleitung ist natürlich fähig dazu, dass du ja, mit jeder PlayStation auf x-beliebigen Servern spielen kannst. Das heißt, der kann auf Server XY spielen und der kann auf ZW spielen, die andere PlayStation. Über die eine Leitung. Nur du musst halt bedenken, dass du halt eine schnelle Leitung brauchst. Weil halt zwei Internets halt, oder beziehungsweise zweimal die PlayStation berechnet werden muss mit Internet. So, Gefahreneindämmung. Apollo bittet Sie während des folgenden Ereignisses um Geduld. Eindämmungsalarm, derzeit auf Stufe Omega. Danke. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einen soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten. Und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hierüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Wovon träumst du, die Androiden ausgeschaltet? Aber ich kann mich entsinnen. Er macht aber einen sehr guten Lehrer. Ich kann mich aber entsinnen, dass wir schon sehr, sehr lange kein Spiel mehr hatten, was wir so lange gespielt haben, hier im Stream. Also was wirklich über mehrere Wochen geht. Also wir müssen mal überlegen, ich spiele seit 3.10. dieses Spiel und Outlast war ja relativ schnell durch, aber wir haben es immer wieder gespielt. Androiden, wer glaubt, wird selig. Nein, Alter, wie assi ist das denn? Jetzt siehst du ja noch weniger. Oh, das ist jetzt voll wie Metro. Ich freue mich voll. Okay, hier ist ein Spind. Ich werde mich mal da drin verstecken. Hallo? Boah, wie geil ist das denn gemacht, dass der Motion Tracker sich spiegelt im Visier? Wie cool ist das denn?
Also Leute, ich muss ja ehrlich mal sagen, also ich habe noch schon lange nicht mehr über ein Spiel so gelobt, aber das ist schon echt geil. Also Hut ab, ja. Welches Kapitel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Ich weiß es partout nicht. Ich habe seit Freitag, den 3.10., habe ich erst einmal angefangen zu spielen und ich bin immer noch dran. Kannst ja ausrechnen, wie lange ich spiele. Ich habe jeden Freitag und jeden Samstag gespielt. Fast 4 bis 5 Stunden. Wo ist der Telekom-Mitarbeiter hin? Ich weiß es nicht, wo er hin ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Moment, wir machen es ganz einfach. Ich weiß zwar, dass ich da lang muss, ja. Aber ich kann ja jetzt auch in die andere Seite rein, denn ich habe ja meine Maske. Und hier war kein Android. Zumindest habe ich keinen gesehen hier. Da hinten steht er, ich sehe ihn. Der ist da an diesem Fenster. Alter. Schaubermission laden, welche du bist. Ach so, okay. Kann ich da gucken? Moment, schau mal eben. Spiel laden. Mission 13 bin ich. Wie viel gibt's insgesamt? 15, glaube ich, ne, oder? Oder, nee. 14? Ne, 14 gibt's, glaube ich. Ist, glaube ich, die vorletzte, ne? Wow. Alter, da ist ja... Uah. Was ist das? Was denn jetzt? 2019? Könnt ihr euch mal entscheiden? Könnt ihr euch mal entscheiden, wie viele Missionen es gibt? 18, 17? 20, 19, 18, 17? Hallo? Wie viele Missionen gibt's denn jetzt? Könnt ihr euch mal bitte entscheiden? Was? Wieso war denn gerade... Was? Zwei? Wie zwei? Was? Was ist denn jetzt, wenn ich einfach hier das Wasser anzünde mit meinem Elektroschocker? Da müssen die doch eigentlich sterben, oder? Weil hier ist doch überall Wasser. Doch normalerweise müssen die doch alle sterben, oder? Rakete ist back. Wow! Ach, das sind zwei Androiden. Geh weg. Nein, 18. Was denn jetzt? 13, 18. Bei 13 wäre ja schon die letzte Mission dann quasi. Wo sind die hin? Oh! Komm her. Fuck. Scheiße, und ich hab kein Dings. Fuck! Alter, der stirbt nicht! Wieso stirbt er denn nicht? Wieso stirbt... Alter! Alter, wieso stirbt er denn nicht? Geh weg! Wieso stirbt er denn nicht? Mach die Tür auf! Gummianzug? Prost zusammen. Gummianzug kenne ich normalerweise nur woanders her. Lack. Psst. Psst. Die sind da gerade. Was? Alter, geh weg.
Alter, du Scheiß, du Android, Alter. Alter, wo weißt du denn, dass ich da drin bin? Alter, verpiss dich. Alter, der soll sich verziehen. Alter, verzieh dich, geh weg. Geh kacken. Alter, wo bin ich hier? Wo muss ich hin? Ich verstecke mich einfach. Ich kann mich nie hier drunter verstecken. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Oh, geh weg, 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 geh weg. Geh doch weg, geh doch weg. Geh doch weg. Geh doch einfach weg. Oh, ich will einfach speichern. Ich geh einfach speichern. Ich geh einfach speichern. Lalalala. Boah, jetzt werden wir eh sterben, aber ich hab gespeichert. Oder auch nicht. Was? So. Prost. Ach, die hören den Ticker. Ach so, die hören den Motion Tracker. Ach ja, stimmt ja. Ich hab's ganz vergessen. Verwende die Rakete. Ach, stimmt ja. Suchen und verstecken. Aua! Oh, wir haben aber ganz dumm gespeichert, glaube ich. Fällt mir gerade auf. Wir haben ganz dumm gespeichert. Ich dachte, die wären gar nicht hier. Die Scheißer. Die Scheißer, habe ich gedacht, wären gar nicht hier. Warum macht die Kacktür auf? Die haben uns nicht gesehen. Ich werde mir eben Medikit nehmen. Und noch eins. Alter, wie viel sind denn das? Wollt ihr mich verarschen? Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie viel sind denn das? Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, wie viel waren das gewesen? Das waren noch mindestens 4 oder 5. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das waren 4 waren das gewesen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Komm, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Alter, 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 die sind doch unterwegs. Mach fertig, mach fertig, mach fertig. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Ah, ich kann nicht speichern. Na toll, das ist ja supi. Wow, was? Ach du Scheiße! Da ist ja... Wow! Roboto, da sind... Androiden an der Tür. Wow! Es gibt Probleme mit dem Verfahren an der... Alter! Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber... Ich bin mir nicht mehr so sicher. Alter, geh weg! Boah, die wummern gerade auf.